Notiz. Notiz ist eine kurze Aufzeichnung, eine stichwortartige Aufzeichnung, ein kurzer Vermerk. Man kann sich zum Beispiel während eines Vortrags Notizen machen und man kann auch sich Notizen machen von seinen Gedankengängen. Notiz kann aber auch eine Zeitungsnachricht sein. Notiz ist auch die Bezeichnung für eine kurze Zeitungsnotiz. Und Notiz kann auch heißen, dass man jemanden beachtet. Man kann zum Beispiel Notiz von jemandem nehmen oder eben auch keine Notiz von etwas nehmen. Also Kenntnis nehmen heißt auch Notiz nehmen. Der Ausdruck Notiz kommt aus dem Lateinischen notitia, bekannt sein, Wissen, Begriff, Kenntnis. Es gibt neben Notus, Notus heißt bekannt und kennen. Das kommt von noscere, kennenlernen, erkennen. Und daraus wurde dann eben notitia, das Bekanntsein, und daraus entsteht dann Notiz als Bemerkung, als Angabe und als Vermerk. Es ist gut, immer wieder Notiz zu nehmen von der Entwicklung deines Geistes. Es ist gut, öfters mal zu überlegen, entwickle ich mich spirituell? Bin ich tatsächlich jemand, der wächst in der Liebe, der wächst im Mitgefühl, in der Bewusstheit? Es ist auch manchmal gut, Notizen zu machen von dem, was man demnächst tun will. Es ist gut, sich Notizen zu machen, welche spirituellen Praktiken man übt, welche spirituellen Erfahrungen man macht und wie man sich weiterentwickeln will. Swami Sivananda hat gerne empfohlen, dass ein Aspirant mehrere Notizblöcke haben sollte. Ein Notizblock, auf dem er schreibt, was er sich vornimmt. Ein nächster Notizblock, das, was er tatsächlich macht. Ein nächster Notizblock, was man gelernt hat. Und auch Zusammenfassungen von dem, was man gelesen hat oder was man in einem Vortrag gehört hat. Verschriftlichung hilft manchmal, einem etwas bewusster zu machen und es auch besser zu merken.